Du bist so willkommen. Danke, dass du hier bist und praktizierst. Wir praktizieren niemals nur für uns selber. Diese Zuwendung nach innen mit Freundlichkeit und Mitgefühl ist immer eine Zuwendung auch hin zu unserem Nächsten und hin in die ganze Welt. Danke, dass du da bist. Ich lade dich ein, dich hinzulegen für diese Meditation. Du bist aber auch absolut willkommen, dich hinzusetzen oder hinzustellen oder sogar auch Mikrobewegungen zwischendurch einzuladen. Alles das, was dir hilft, loszulassen und durchzulassen. Und vielleicht magst du zu Beginn ein paar tiefe Atemzüge nehmen, dich mit der Ausatmung so ein bisschen in die Rückseite deines Körpers legen, dass die Stirn über die Schläfen Richtung Hinterkopf fließen darf, der Kiefer loslassen kann, die Wangen entspannen. Vielleicht kann das Brustbein sinken in den Raum zwischen deine Schulterblätter hinein. Und die Organe können weich schwingen zwischen dem Zwerchfell und der Beckenhöhle. Lass dich sinken in den Raum hinter deinen Kopf, in den Raum hinter deinen Rücken, in den Raum hinter dein Gesäß und deine Beine. Wie als ob die Erde dich magnetisch anzieht. Vielleicht noch ein bisschen mehr Magnet, als sowieso schon da ist. Und schau mal, wie es ist, wenn du die Länge deines Körpers wahrnimmst und dich wie in diese Länge deines Körpers hineinlegst. In die Länge deines Körpers atmest. Und die Haut noch ein bisschen mehr vielleicht öffnest, loslässt. Vielleicht auch die Ausdehnung des Körpers zu den Seiten hin wahrzunehmen. Und dich in dieses Feld von Länge und Breite hineinzulegen.
Und die Einladung ist, an deine Gelenke ein bisschen mehr Offenheit und Raum zuzulassen. Im Kiefer, im Halsgelenk. In den Schultern. Wie deine Ellbogen etwas zu öffnen, die Handgelenke, die Fingergelenke, Raum einzuladen. Raum einzuladen in die vielen kleinen Gelenke entlang der Wirbelsäule. Die Hüftgelenke ein bisschen wie zu öffnen. Die Iliosakralgelenke. Und deine Kniegelenke. Auch deinen Fußgelenken Raum zu schenken, deinen Zehengelenken Raum zu schenken. Und wenn das wie zu einem Gefühl von Ankommen, vielleicht Freiheit, Lebendigkeit oder einfach Okayness beitragen kann, wie wäre es, den ganzen Körper als ein Organ atmend auf dem Körper der Erde wahrzunehmen? Dich hineinzulegen, hineinzuatmen in die Länge deines Körpers. Die Haut wie zu öffnen, immer weiter werden zu lassen. Dich auch hineinzulegen. Das Ausdehnen deines Körpers zu den Seiten. Deine Körperlandschaften wie mit deinen Zellen wahrzunehmen, die Höhlen, die Berge, die Täler, die Flüsse. Wie ein Einsinken in die Landschaften deines Körpers. Ein Wahrnehmen deiner Zellen mit deinen Zellen.
Und wie ist es, deine Gefühlslandschaften wahrzunehmen und ihnen mit Freundlichkeit und Wohlwollen begegnen, vielleicht mit Interesse, Neugier. Ihnen erlauben, in diesen Körperräumen sich zu zeigen, ja, auch die Enge und der Schmerz und die Ablehnung und die Unruhe und die Müdigkeit und die Genervtheit, all das. Sich bewegend in deinen Körperräumen, sich bewegend in deinen Gefühlsräumen. Vielleicht wie dich mit deiner Aufmerksamkeit in den Hafenbauch hinein zu begeben, Unterbauch, Becken, hier Ausdehnung und Öffnung zulassen, Wellenbewegungen zulassen, wie das Meer. Kommen und gehen. Vielleicht auch in den Beinen und in den Füßen, wie einen Hafen finden, zu dem du wie immer wieder zurückkehren kannst, dich hier ausruhen kannst. Vielleicht magst du den Bauch auch wie ein See wahrnehmen, der tief in einer Bergwelt ruht, ein tiefer, dunkler, blauer See, in den die Gedanken durch Rinnsäle und Bäche hineinfließen können.
Möge unsere Praxis uns dabei unterstützen, liebevoll und mitfühlend uns selber zu begegnen, unseren Liebsten zu begegnen und allen anderen Lebewesen freundlich und mitfühlend zu begegnen. Möge diese Praxis ein Beitrag sein zu Frieden auf dieser Welt. Möge Frieden sein auf dieser Erde. Vielen, vielen Dank für dein Dasein. Alles Liebe von mir zu dir.